Mahlzeit zur nächsten Sonntagssendung. Wir machen heute auch ein bisschen die Puppen. Nein, heute machen wir nicht, auch wenn Iki nicht dabei ist, sondern heute frei hat. Und sie ist noch nicht die, wie einer geschrieben hat, der Tag 1 nach Iki. Wir werden sie noch einmal mindestens dabei haben. Also von daher, Tag 1 ist noch nicht da. Und wenn jemand in die großen Fußstapfen treten möchte, nur zu. Bewerbung an service@onvista.de. Der DAX heute mal wieder im Plus, nachdem er gestern den Feiertag zum Kursrutsch genutzt hat. Fragen bitte auch natürlich, da Vanessa heute Urlaub hat. Gleich erstellen. Wir gucken nachher nochmal kurz drauf. Machen aber keine so ausführliche Fragerunde, denn haben wir ja eigentlich schon am Mittwoch gemacht und da haben wir ja schon fast alle Fragen beantwortet. Ne? Aber trotzdem werden wir natürlich zwei, drei Fragen machen. Ja, DAX am Feiertag richtig schön nach unten gekracht. Nasdaq über 4% nach unten. Die Märkte sind richtig auf Tauchstation gegangen am Feiertag. Heute große Begründungssuche. Und ich kann das Ganze nicht so richtig ein Stück weit nachvollziehen. Wir haben es ja am Mittwoch schon besprochen. Ne? Erst kriegt der Markt Panik, weil man denkt, die Inflationsrate ist zu hoch und die Fed erhebt oder erhöht die Zinsen um 0,75%. Ein paar Tage später steigen die Märkte wieder, weil man damit rechnet, dass die Fed um 0,75 Prozentpunkte anhebt und dann sauer ist, wenn sie oder sauer geworden wäre, wenn sie es nicht getan hat, um ein deutliches Zeichen gegen die Bekämpfung der Inflationsängste zu setzen. Und dann einen Tag später geht es dann wieder runter. Und dann kommt, ja, die Bank of England hat am Mittwoch die Zinsen erhöht, aber die Schweizer Notenbank, die hat mit einer Zinserhöhung nachgezogen. Ja, und wenn jetzt die Schweizer sogar schon Angst vor der Inflation haben, was soll dann noch kommen? Ich glaube, so richtig kann ich es nicht nachvollziehen. Ich glaube, es hängt auch nicht an der Schweiz, sondern es hängt immer heute am großen Verfallstag. Wenn man sich die vergangenen Tage oder Monate, Jahre, Wochen, alles anguckt, dann war nie am großen Verfallstag die große Bewegung wie früher, wo er sich da auch der tatsächlich den Namen Hexensabbat verdient hat, weil da eben auch die Kurse getanzt haben. Aber jetzt haben sie nicht getanzt. Nämlich gestern haben sie getanzt. Und zwar nur in eine Richtung, weil mittlerweile es nicht mehr so ist wie früher, dass sich alle in unterschiedliche oder unterschiedlich positionieren, sondern dass sich fast alle in eine Richtung positionieren. Und deswegen, früher haben die Kurse getanzt, weil die Hälfte gesagt hat, wird ein gutes Quartal, wird ein guter Zeitraum, wir gehen long. Und die andere Hälfte hat gesagt, okay, wir gehen short. Und so hat dann jeder versucht, am Ende die Märkte in seine Richtung zu drücken. Jetzt haben wir aber eine Situation, wo keiner im Grunde genommen daran gezweifelt hat, bis zum Verfallstag, dass man auf der Short-Position oder auf der Short-Seite stehen muss. Da war nicht viel zu machen. Man muss angucken. Ausbruch Ukraine-Krieg war kurz nach dem Verfallstag. Da hatten alle sowieso dann schon, danach sind alle short gegangen. Und da haben gestern nochmal einige ein bisschen dran rumgedrückt, damit der Kurs dann auch noch komplett in die richtige Richtung geht und haben die Märkte richtig nach unten gedrückt. Dass die Schweizer Notenbank war, glaube ich jetzt auch so. Also, glaube ich nicht. Für mich ist manchmal so, und das ist auch bekannt und das weiß auch jeder, manchmal machen die Kurse die Nachrichten und nicht Nachrichten die Kurse. Warum jetzt wirklich gestern am Mittwoch so eine richtige Panik an den Märkten ausgebrochen ist, kann man, glaube ich, nicht so richtig nachvollziehen. Also ich glaube eher, dass hier noch einige große institutionelle Anleger das genutzt haben. Gestern Feiertag hier, sowieso dünner Umsatz, da kann man den DAX sowieso mit ein paar großen Ordern schnell nach unten drücken. Und in den USA, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass es die Schweizer Notenbank war. Also ich würde der Schweizer Notenbank jetzt hier nicht das in die Schuhe schieben wollen. Ich denke, wenn man das so beobachtet, die vergangenen Verfallstage, da war immer am Mittwoch oder Donnerstag waren große Kursbewegungen und der Verfallstag an sich war eigentlich ruhig. Und deswegen kann man jetzt auch in Ruhe darüber diskutieren, ob das jetzt so ein kleiner Wendepunkt war. Ob das tatsächlich jetzt so gekommen ist, dass die jetzt alle sagen, okay, wir haben gestern nochmal unsere Position aufgelöst, um das schöne Ganze nach unten zu beschleunigen, haben mit unseren Scheinen oder mit unseren Shortscheinen jetzt nochmal gestern richtig dieses Geld reingeholt und
Jetzt sind wir wieder bereit, long zu gehen, weil wir sind ja richtig unten. Wenn man sich das zum Beispiel in der Nasdaq oder an der Nasdaq, ist ja nur die Frage, wie nennt man es, ne? Die Technologiebörse, die Nasdaq oder wenn wir uns das an der Nasdaq angucken, sehen wir hier einen Rückgang. Einen großen, einen sehr großen. Und wir sind auch im Bärenmarkt. Aber was das Erstaunliche an der ganzen Sache ist, wir sind in einem größeren Rücksetzer hier als zur Corona-Pandemie oder Ausbruch, besser muss man ja sagen, Corona-Pandemie. Wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen länger machen und uns 3 Jahre angucken, dann sehen wir, dass wir beim Ausbruch der Corona-Pandemie nicht so stark reagiert haben wie jetzt. Und das ist schon auch ein bisschen komisch, ne? Also hier sehen wir den Rückgang bei der Corona und hier ist der Rückgang, den wir jetzt sehen. Klar haben wir eine wichtige Übertreibung und jetzt sind auch wieder alle Schwarzseher, die alle 15 Jahre mal recht haben oder sind am Zug, ne? Vor allen Dingen, wenn wir. Aber da muss man tatsächlich sagen, ja, ab und zu haben sie recht und dann geht es auch nach unten. Aber wenn wir uns das hier angucken, hatten sie im Januar mal kurz recht, aber auch nur ganz kurz. Und jetzt haben wir eine längere Phase. Aber dazwischen sehen wir es immer mal wieder. Geht es zwar ein bisschen runter, weil Börse keine Einbahnstraße ist. Aber insgesamt ist jetzt die gute Frage. Wenn jetzt ein Großteil sagt, da haben alle genug korrigiert und Inflation, ja, kann man drüber reden, aber wie tief soll es noch nach unten gehen? Also von daher glaube ich, dass es jetzt schon wieder ein bisschen gemischter ist. Wir haben immer noch nicht das, glaube ich, das Ende der Fahnenstange gesehen. Wir sind aber ziemlich nah. Und wie geht man jetzt damit um? Gestern war ja auch Banken und alles, wo man sagen könnte, wenn die Zinsen erhöht werden, dann müssten die ja völlig nach oben springen. Sind auch Banken abgestraft worden. Gestern ist alles verkauft worden. Aber ich glaube eben nicht von Kleinanlegern, sondern eher von großen institutionellen Anlegern. Wie geht man jetzt damit um? Ich finde nach wie vor, auch wenn es sich doof anhört oder gruselig ist, die großen und die coolen Werte, in Anführungsstrichen, also die Big Blue Chips, von denen man auch nach wie vor überzeugt ist und die jetzt auch vielleicht aber auch schon im Depot zwischen 20 und 30% im Minus sind, die würde ich trotzdem halten. Kapital aufbauen haben wir schon in den letzten Wochen, Monaten gesagt, ja, ist ein guter Plan, und vor allen Dingen mit den hochriskanten Aktien, die noch keine Gewinne schreiben. Wenn ich da jetzt noch Geld hätte und Geiles hätte, müsste man sagen, wo gehe ich hin? Oder wenn ich die jetzt erst rausschmeißen will, weil ich sage, es geht vielleicht nicht mehr, es geht noch ein Stück tiefer, ist tatsächlich, und man muss es jetzt so sagen, und so sind die Märkte, China. Tatsächlich wird China jetzt interessant. Da muss man tatsächlich drauf gucken. Die Regierung in Peking hat jetzt zur Ankurbelung der Konjunktur nochmal Steuererleichterungen im Volumen von umgerechnet 375 Milliarden Euro eingeleitet, also nochmal obendrauf. Goldman Sachs sagt jetzt schon, chinesische Aktien soll man kaufen. Und wir sehen auch ein erstes Signal, das sehen wir heute bei Alibaba, wir sehen es, es springt nach oben. Und wir hatten ja schon vor ein paar Tagen, oder ein paar, ja, vor. Letzte Woche, glaube ich, haben wir schon gesagt, ne, man kann den ersten Fuß in die Tür setzen. Der wurde zwar zwischenzeitlich nochmal eingeklemmt, aber wir sind tatsächlich ja, wie ich gesagt hatte, über das letzte Tief tatsächlich mal raus. Da war ja das Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, man kann mal einen Fuß reinsetzen. Jetzt gehen wir hier oben raus und jetzt haben wir auch noch so einen leichten Beweis dafür, dass die Regulierungswut vielleicht sich ein Stück zurückzieht. Denn warum schlägt die Aktie heute 10% zu? Reuters berichtet, dass die chinesische Zentralbank quasi den Weg freigemacht hat für die Alibaba-Tochter Ant Group als Finanzholding-Gesellschaft. Also hier hat man jetzt wohl alles so fertig und das ist natürlich die Möglichkeit, dass die Ant Group jetzt tatsächlich an die Börse gehen kann. Also auch hier so ein erstes Zeichen, dass man also diese Regulierungswut ein wenig oder ein wenig nachlässt. Und wir sehen vielleicht hier Bodenbildung. Wir sind da oben raus. Ein Stück falsch, über das letzte Tief hinaus. Das Ganze könnte sich jetzt deutlich aufhellen. Heute 10% nach oben. Und damit könnte der Knick jetzt hier langsam wieder. Hinkt ein bisschen hinterher, hier oben rausgehen. Also hat das hier als Unterstützung erstmal gehalten. Von daher
die Blue Chips und alles im Depot behalten, auch wenn es ein wenig schwerfällt. Und dann tatsächlich mal gucken, ob man sich den einen oder anderen chinesischen Wert, aber nicht übertreiben, ne? 1 bis 2 und nicht 5 bis 7, 8 bis 9 oder 10 bis 12, sondern höchstens 1 bis 2, wenn man noch gar keinen hat. Und da dann ruhig mal jetzt drauf spekulieren, dass wir in China sowas wie eine Trendwende sehen. Wir haben auch im Vergleich zu den großen Verlusten, die wir hier in dieser Woche in den großen Indizes gesehen, einige chinesische Indizes, die diese Woche sogar im Plus beendet haben. Also diesen Abschwung nach unten nicht mitgemacht haben. Es gibt neue Konjunkturhilfen. Natürlich steht das Ganze auch noch immer auf leicht wackeligen Beinen durch die Null-Covid-Strategie von China. Aber insgesamt ist, glaube ich, jetzt so der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen kann, okay, hier haben wir zum Boden gesehen bei chinesischen Aktien. Hier kann man jetzt wieder reingehen. Exxon, und damit kommen wir dann zum nächsten Problem, was ich tatsächlich ankündigen könnte. Und damit sind wir dann beim Problem, wie bekommt man die Inflation in den Griff? Wir wissen, dass die Amerikaner, die USA, dass hier an allen Ecken und Enden gekämpft wird, um die Inflation zu drücken. Zuletzt gab es Rücksetzer, weil man schmerzlich festgestellt hat, der Peak ist noch nicht erreicht. Tatsächlich werden jetzt schon wieder Gerüchte oder Expertenmeinungen rumgereicht, die sagen, die Inflation könnte über 9 steigen, könnte sich sogar fast in den zweistelligen Bereich bewegen. Was das alles bedeutet und welchen Zinssatz man braucht, um Inflation so richtig zu bekämpfen, ich verweise da nochmal auf unsere Diskussionsrunde von Mittwoch, wo wir die Kapitalmarktexperten der Deutschen Bank, der Baader Bank und der Commerzbank dabei hatten. Also Dr. Krämer, Dr. Steffen und Robert Halber haben es ausführlich diskutiert. Da vielleicht nochmal reingucken und dann mal gucken, wie das Ganze tatsächlich dann angegangen wird. Aber auf der anderen Seite machen die USA jetzt natürlich auch alles, um die eigene Inflationsrate ohne Rücksicht auf Verluste zu drücken. Und hier ist jetzt tatsächlich halt Bloomberg rausgefunden, dass Washington darüber nachdenkt. Wir wissen ja, wenn wir das Ganze verfolgen, dass ja auch sich das Ganze in Sachen Öl ein wenig gewandelt hat, dass die USA hier vom Importeur eigentlich zum Exporteur geworden sind, auch im Grunde genommen durch eben auch Schieferöl und alles, aber mittlerweile ist es so Pi mal Daumen. Aber trotzdem hat die USA gesagt, in Washington überlegt man jetzt, oder besser gesagt, Bloomberg hat es herausgefunden, dass in Washington darüber nachgedacht wird, US-Exporte von Erdölprodukten zu begrenzen. Man plant also die Einführung von Ausfuhrlimits für Benzin, Diesel und weitere Produkte auf Basis von Erdöl und Erdgas. Also, ja, damit die Nachfrage, die heimische Nachfrage, nicht sind diese Angebote zu weit übersteigt und die Preise zu hoch steigen, könnte es tatsächlich sein, dass die USA sagen, ja, America's first, und hier gibt es dann unsere Erdgas- und Erdölprodukte erstmal nur für uns und nur noch ein paar gibt es für andere. Das könnte natürlich wieder zu einer Angebotsknappheit auf dem Weltmarkt führen. Ja, man hat Driving Season bald und da ist es natürlich klar, der Amerikaner fährt gerne mit seinem Pickup durch die Gegend. Aber auch hier sind die Benzinpreise auf dem höchsten Stand. Und wenn man sich das anguckt, aber der kostet der Liter Diesel 1,27. Sollten die mal hier eine Runde fahren, dann würden die wahrscheinlich mit den Ohren schlackern. Es ist immer noch, oder was Benzin? Also jedenfalls 1,27er. Also von daher muss man sagen, im Vergleich zu unseren Preisen haben sie es immer noch gut. Ja. Also, das könnte es auch noch kommen und da könnte es natürlich dann auch noch mal so ein leichter kleiner, so eine kleine Auseinandersetzung zwischen den anderen Ländern und Amerika entstehen. Wenn Amerika jetzt anfängt zu sagen, wir achten darauf, dass bei uns die Nachfrage nicht so das Angebot zu sehr übersteigt und versuchen auch auf diesem Weg die eigene Inflation zu drücken. Tja. Und was vielleicht noch für jene chinesische Aktien spricht, wenn er tatsächlich Joe Biden irgendwann so verzweifelt ist, dass er nicht mehr genau weiß, was er machen soll, dann kann es tatsächlich auch sein, dass die Strafzölle Richtung China in bestimmter Art und Weise fallen und dann brauchen wir auch nicht drum herumreden, dürften die Aktien sofort kräftig zulegen. Von daher ein weiteres Argument, was für jetzt einen sanften Einstieg in chinesische Aktien spricht. Nicht komplett Juhu, Juhe, Juh heißt das ja, sondern ne, das kleine Füßchen in die Tür. Habe ich halt schon von daher gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Wenn nicht, habe ich es jetzt getan.
Weiter geht's mit Adobe. Die haben Zahlen gebracht und wir sehen es. 3,3% im Minus. Die Zahlen waren aber gut. Die Zahlen für das abgelaufene Quartal hervorragend. Über den Erwartungen gute Werte, alles top, nichts zu meckern. Beim Ausblick fängt das Problemchen dann an. Da sind wir nämlich dann unter den Erwartungen und deswegen geht es insgesamt nach unten. Hier liegen sowohl Umsatz als auch Gewinn je Aktie unter den Schätzungen der Analysten. Also Adobe Systems backt kleinere Brötchen. Da. Von daher, auf die Lauer legen, könnte man sich durchaus jetzt mal tun. Auch hier ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, hier muss man sofort rein. Auch hier könnte man sich in aller Ruhe auf die Lauer legen und erstmal gucken, ob jetzt auch tatsächlich das ganze Szenario hier bei 350 Dollar hält. Jetzt sitze ich davor, ne? Und das Ding ist davor. Ja, da muss man sagen, wenn das hält, kann man einsteigen. Wenn es nicht hält, Tendenz kann es auch durchaus sein. Also, wenn ich so mache, dann kann ich mich auch für den nächsten Limbo-Wettbewerb bewerben, damit ihr das noch seht. Durchaus sein, dass wir Richtung 300 hier unten gehen. Und von daher erstmal auf die Watchlist und erstmal gucken, wie das Ganze ausgeht. Ich finde trotzdem, Adobe ist ein gutes Unternehmen und gut aufgestellt, aber alles in Maßen. Und wir sehen auch hier, Aktie hat schon fast 50% korrigiert. Tesla. Auch hier interessant, ne? Kann man sich auch so langsam auf die Lauer legen. Ich würde es ja, wenn ich es hätte, auch nicht aus der Hand geben, sondern würde eher mal gucken, ob ich mir hier im Bereich von 600 US-Dollar, ob ich da nochmal zum Zuge komme, nochmal vielleicht ein bisschen nachfasse. Aber auch hier mit Bedacht, denn es kann durchaus sein, wenn wir da jetzt durchrutschen, dann ist hier kein Halt, ne? Dann haben wir einfach nur dieses kleine Gap hier und nach oben und daraus könnte auch schnell ein Gap nach unten werden. Aber immer noch eine Halteposition, wer sie noch nicht hat, legt sich auch erstmal auf die Lauer. Aber warum habe ich sie mitgebracht? Nicht, um Tesla zum 100. Mal anzusprechen, sondern weil es Neuigkeiten zu Elon Musk gibt. Er wird verklagt. Sowohl Elon Musk als auch Tesla und SpaceX. Und zwar von Kryptospekulanten, die Verluste mit dem Dogecoin erlitten haben. Der US-Anleger Keith Johnson, man mag ihn kennen oder auch nicht, aber er hat es zumindest jetzt bis in die Sendung von Mahlzeit geschafft. Also, Herr Johnson, guten Tag, wirft Musk und seinen Firmen vor, Teil eines illegalen Schneeballsystems zu sein, das den Dogecoin-Preis nach oben getrieben hat und danach auch wieder nach unten getrieben hat. Jetzt möchte er tatsächlich eine Sammelklage anstreben für alle, die Geld mit dem Dogecoin verloren haben. Da würde ich immer so gerne nachhaken. Es ist klar, dass da einige Leute Geld verloren haben, aber jetzt ist immer wieder die Frage, war der Herr Keith Johnson einer, der jetzt dasteht und dessen Sparbuchkonto oder Sparkonto oder Depot komplett im Minus ist, auf Null ist oder irgendwas, weil er gedacht hat, der Dogecoin steigt ins Unendliche und ich setze mein ganzes Geld drauf? Oder war Herr Keith Johnson jemand, der gesagt hat, besondermaßen, no, mit ein bisschen Kleingeld kann man ja tatsächlich beim Dogecoin mal mitzocken. Und das hat er in den Sand gesetzt, was mit Sicherheit die vernünftigere Variante wäre. Aber ich gehe mal fast davon aus, dass wir hier bei Ersterem sind. Und dann muss man immer auch auf sein eigenes Risikoprofil gucken. Nachdem Walmart, Target und Kohl's ja schon auf die Euphoriebremse gedrückt haben, gucken wir heute auf Tesco, der britische Einzelhändler und Supermarktkette. Und die sagt, nee, bei uns ist es nicht so. Hier sieht man, dass zwar sich das Käuferverhalten ändert, auch schön, ist auch gut für die Gesundheit, so wie Sie beschrieben haben, wie sich das Käuferverhalten verändert hat. Die Leute kommen jetzt öfter und kaufen in kleineren Mengen. Also der Weg zum Supermarkt wird öfter genommen, sollte ich vielleicht auch mal machen und nicht immer alles auf einmal. Kann man immer schön öfter kommen. Man hat auch festgestellt, dass man zum Beispiel bei Brot und Nudeln häufiger auf günstigere Anbieter zurückgreift. Also auch dahin ändert sich das Kaufverhalten. Dennoch hat Tesco tatsächlich seine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr bestätigt und will weiterhin einen bereinigten Betriebsgewinn zwischen 2,4 und 2,6 Milliarden Pfund erwirtschaften.
Also, im Gegensatz zu den amerikanischen Einzelhändlern kann sich Tesco hier noch gut halten, aber im Gegensatz, hier sehen wir dann im Kurs keinen Gegensatz so richtig zu den US-Konkurrenten, denn die haben ja alles Ganze eingeleitet und haben natürlich auch eine Tesco mit nach unten gezogen. Aber wie gesagt, hier gab es jetzt erstmal Entwarnung, aktueller Stand, es wird nicht so kommen und man behält oder hält die Prognosen für dieses Jahr aufrecht. Volkswagen, da gibt es immer wieder einen Einbruch, mal wieder bei den Verkaufszahlen und das ständige Hickhack um das Werk in China, ob man hier tatsächlich die Biege machen sollte und das Werk schließen sollte oder ob man es aufrechterhalten kann, haben sich viele zu geäußert. Muss man auch nochmal abwarten, wie das ausgeht. Was aber feststellt, ist, im vergangenen Monat lieferte der Konzern weltweit mit 658.300 Pkw Einheiten. Einheiten muss ich sagen, denn das beinhaltet Pkw, Lastwagen, Busse. Alles, was so produziert wird. Und da kommt bald der ID.Buzz dazu, ne? Toll. Den würde ich gerne mal fahren. Schönen Gruß an VW. Hat weltweit nachgelassen um 23,5%. Ist nicht mehr so viel wie im April, da ist der Rückgang um 40% eingebrochen und macht auch nicht mehr so einen großen Kursrutsch. Das hätte wahrscheinlich am Anfang jetzt für richtig Kursverluste gesorgt. Aber wir wissen auch, dass die Autobauer den Rückgang bislang ganz gut kompensiert haben, weil die Preise eben für Gebrauchte gestiegen sind. Ich habe eben, oder nee, die Woche habe ich noch gelesen, Gebrauchte mittlerweile fast genauso teuer wie Neuwagen. Also ist aktuell wohl keine, aber es scheint anscheinend immer noch genügend zu machen. Aber das Umfeld für Gebrauchtwagenkäufe, Neuwagenkäufe ist halt eben nicht das Beste. E.ON wird gelobt heute von Goldman Sachs und von neutral auf Buy hochgestuft. Kursziel 12,50 €. Also 30 fast, naja, nicht ganz 30% Luft nach oben. Und wir würden hier oben erstmal rausgehen. Die finanziellen Risiken im Zusammenhang mit russischen Gaslieferungen seien für Unipers größten Kunden schwer kalkulierbar, hat der gute Mann geschrieben. Alberto Gandolfi. Ich habe erst gedacht, möchte ihm nicht zu nahe treten, aber ist ein super cooler Name. War erst bei den Sopranos oder so, ne? Aber hervorragend. Wir möchten ihm nicht unterstellen, dass er da irgendwas trägt. Aber super geiler Name, finde ich toll. Und der hat sich E.ON genauer angeguckt. Er hält allerdings den Lieferstopp sowie staatliche Energiepreisbremsen in den zuletzt schwachen Aktienkursen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für eingepreist. Auch sehr gut formuliert, ne? Der Herr Gandolfi. Oder Gandolfi, wie man Gandolfi, wie man es bestimmt auf Englisch ausspricht. Von daher sagt er, E.ON kaufen. Und deswegen ist die Aktie heute 3,62% im Plus. Und ja, und wenn man jetzt hier so guckt, warte mal, ich mache mal ein bisschen anders, damit das da nicht so ist. Für Charttechniker, ne? Der Aufwärtstrend ist noch intakt. Jetzt kann man hier kann die Aktie dann jetzt drehen. Scherz beiseite. Ich glaube, für die kommenden 6 bis 8, 6, 12, 18 Monate ist E.ON keine schlechte Gelegenheit, dass man hier jetzt auf eine Erholung setzt. Wie gesagt, wir haben am Anfang gesprochen, welche Aktien kann man jetzt holen. Ich habe gesagt, die großen Blue Chips. Dazu gehören mit Sicherheit auch in erster Linie ganz weit vorne die Versorger und Energieunternehmen in der Exxon, auch wenn es der Exxon heute oder gestern wegen der Pläne aus den USA an Kurs verloren hat. Insgesamt glaube ich aber, ist die Lage noch gut. Aber natürlich wird alles jetzt gemacht, um die Preise ein wenig in den Griff zu kriegen. Trotzdem ist das noch kein Grund, davon zu laufen. Also auch E.ON eine ganz gute Sache. Wo ich weiterhin skeptisch bin und wo ich weiterhin nicht zugreifen würde, sind Immobilienaktien. Auch wenn Vonovia heute 4% zulegt, aber insgesamt schwache Entwicklung, steigende Zinsen. Ich glaube, hier wird einiges noch auf Vonovia zukommen. Wir sind sogar unter Corona-Tief und ne. Die gehört nicht zu den Aktien, die man jetzt haben sollte und ist auch tatsächlich eine Überlegung für die Zukunft wert, vielleicht diesen Anstieg jetzt hier auch nochmal zu nutzen,
um rauszukommen. Also ich weiß ja nicht, wann man da eingestiegen ist, wenn man die Aktie hat. Vielleicht kann man darauf spekulieren, dass man an die 35 nochmal rankommt, aber danach würde ich dann tatsächlich versuchen, mich auf andere Aktien zu konzentrieren. Und heute sind die Aktien wieder ganz weit vorne, die zuletzt ganz weit hinten waren, ne? Delivery Hero 7,3. Airbus ist gut, E.ON haben wir schon drüber gesprochen. Vonovia würde ich trotzdem nicht machen. Adidas kann man machen, muss man nicht. Merck nach wie vor eher für mich eine Gelegenheit. Hannover Rück finde ich auch gut. Siemens Healthineers leidet immer noch unter der Gewinnwarnung von Getinge. Aber trotzdem würde ich da tatsächlich noch ruhig bleiben. Porsche hat in den USA einen Streit beigelegt, also alles gut. Hier ist man weiteren Klagen aus dem Weg gegangen wegen, sagen wir mal, irreführender Angaben zum Verbrauch. Dass ein Porsche viel verbraucht, wer wäre darauf gekommen, wenn man mit 300 über die Highways düst? Meine Herren, ThyssenKrupp kriegt auch heute wieder einen auf die Mütze. 1,23 waren es vorhin, jetzt sind es 1,32. Ja, gut, das geht ja noch. Ein Händler hat herausgefunden, was aber noch bislang unbestätigt ist, dass der Börsengang von Nucera verschoben wurde. Wer hätte das gedacht, dass man in der aktuellen Phase nicht an die Börse geht? Auch eine der großen Überraschungen, auch hier finde ich, Spielchen abwarten um die 7 Euro und dann kann man tatsächlich hier reingehen. Jetzt sind wir natürlich wieder ganz nah dran, aber wir haben es hier gesehen. Tendenz, glaube ich, wieder hier nach oben auf lange Sicht. Nucera kommt noch, der Börsengang wird auch kommen, wenn sich die Marktlage wieder ein bisschen bessert. Ne? Warum sollte man auch jetzt in so einer Marktphase sagen, ich gehe das Risiko ein und bringe meine Tochter an die Börse und dann gibt es erstmal fallende Kurse. Von daher, Gelegenheit, finde ich. Und zum Thema Börsengang, wir haben auch schon drüber gesprochen. Live ist mittlerweile an der Börse der französische Wasserstoffspezialist und wir sehen es. So richtig gut ist es ihm da auch noch nicht ergangen. Wenn wir es ein bisschen länger machen, seit Börsengang sehen wir auch, sind wir hier runtergegangen. Wenn wir uns die Seite angucken, ich finde Live nicht schlecht, ich finde es ein guter Projektierer und alles. Und wenn wir uns das hier angucken, sehen wir, muss man die englische sehen. Auf der deutschen fehlen komischerweise zwei Nachrichten, nämlich die hier unten mit Trelleborgs Energy und mit dem portugiesischen Versorger EDP. Also die fehlen da. Aber hier sehen wir schon mit EDP Hydrogen, dann mit Trelleborg, also in Schweden ist man zugange gewesen, und dann von Schweden zu Schwäbisch Gmünd. Also auch hier wird ein Elektrolyseur von Live auf die installiert in einem Park. Also dann haben wir hier Hydrogen Energy, also so in Frankreich und Norwegen zu Hause. Also in Norwegen baut man auch. Und hier sind wir dann in Nantes, wo Live mit Schaden. Ich kann kein Französisch, ihr dürft es euch hier selber aussuchen, wie das hier oben heißt. Aber hervorragende Nachrichten, sie sind gut positioniert. Die Aufträge, wie wir hier sehen, kommen tatsächlich seit Ende Mai immer wieder gut rein. Hier 24., 25., 1.6., 7.6., 15.6. Also auch hier wirklich die Auftragsbücher füllen sich. Das wird sich irgendwann, wenn sich die Marktlage bessert, auch wieder im Kurs niederschlagen. Also ich würde dann tatsächlich, bevor ich jetzt auf eine Nel oder irgendwas gucken würde, würde ich mir tatsächlich mal eine Live angucken. Und dann natürlich noch demnächst, bevor Nucera kommt, geht ja auch noch die italienische Beteiligung an Nucera an die Börse. Da würde ich auch drauf gucken. Nordex! Ja, also manchmal muss man sich tatsächlich fragen, geht's noch? Wie, ja. Schusselig, dusselig oder irgendwas kann man dann tatsächlich sein, um sowas zu provozieren. Hat man nicht gerechnet damit, dass es kommt? Ja, Nordex fliegt aus der DAX-Familie raus. Auch gut, ne? Hat die Deutsche Börse Mittwochabend mitgeteilt, weil man sich eben verzögerte Vorlage von Quartalszahlen. Tja, geht auch einfacher, ne? Aber ich weiß auch nicht. Natürlich doof, wenn man die Aktie im Depot hat. Gleichzeitig kamen noch mehrere Aufträge rein aus Kolumbien und das hat das Ganze ein bisschen in Grenzen gehalten. Ne? Aber jedenfalls ist man jetzt erstmal aus dem S und TecDAX raus.
Gut, das sind jetzt zwei Indizes, auf denen nicht so wahnsinnig viele ETFs und alles drauf sind. Also hält sich auch das ein bisschen in den Grenzen, dass jetzt hier viele die Aktien rausschmeißen müssen. Trotzdem ist es natürlich immer fürs Image vorteilhaft, wenn man im S oder TecDAX gelistet ist. Und jetzt ist man aus beiden raus. Und da muss man jetzt tatsächlich mal fragen, bei der Führung von Nordics, gibt es eine gescheite Begründung für die Verzögerung oder was ist da los? Und ja, und jetzt muss man tatsächlich erstmal überlegen, ob man noch auf ein Unternehmen setzen kann, was sowas gerade auf die Beine stellt. Also muss ich nochmal in mich gehen. Ich habe jetzt gedacht, gucken auf nochmal eine Gegenbewegung, weil ich glaube, dann war er zuletzt ein Fan von Nordex, aber jetzt nicht mehr, wenn ihr da so einen Humbug im Vorstand macht oder in der Rechnungsabteilung oder wo auch immer. Quatsch. Also. Nordex steht auf dem Prüfstand. Aumann hingegen finde ich wieder sehr interessant. Und wir haben es auch schon ein paar Mal gehabt. Und Aumann hat aber ein Riesenproblem. Die machen nichts aus sich. Oder die sind nicht so großkotzig und müssen es nicht machen. Vielleicht sollte man das machen. Nordex haut jeden Auftrag raus. Egal was kommt. Egal was, wie, wo kommt. Haut Nordex einen raus. Also deswegen hat man ja auch immer mal wieder Schwung nach oben gesehen. Heute gibt es eine Analystenmeinung, die sagt, Aumann muss man haben, das ist alles gut. Aber wenn man sich das anguckt, ne, die sind einfach zu bescheiden fast. 2020. Im ersten Quartal ein Rekord im Auftragsbestand. Und das stimmt. Und das waren auch gute Zahlen. Und wir haben auch hier darüber gesprochen. Aber dazwischen kommt nichts, wenn Aufträge reinkommen oder so machen. Die nichts. Und deswegen hat auch mal so ein bisschen das Problem. Gute Zahlen oder irgendwas, es geht nach oben. Dann ist es wieder genau bis zu den nächsten Quartalen ruhig. Man erfährt nicht, was passiert, was kommt, ob Aufträge reinkommen oder nicht. Man erfährt dann bei den nächsten Quartalszahlen, die Auftragsbestände sind auf Rekordniveau. Wir sind jetzt wieder auf Rekordniveau. Und besonders der Bereich Elektromobilität bei Aumann, der brummt, der hat im Vergleich zum Vorjahr um 86% zugelegt, wenn man sich das Ganze anschaut und auch Energy Storing legt zu. Also, was den Bereich Elektromobilität angeht bei Aumann, da brummt's, da ist sie gut unterwegs. Aber da kommt irgendwie nicht so dazwischen ein neuer Auftrag. Ich weiß auch nicht, ob da 200 kleine 100 Euro reinkommen oder wie das aussieht. Aber einen Großauftrag oder so könnte man tatsächlich dann vielleicht schon mal vermelden, damit auch zwischendurch die Leute das Interesse an der Aktie behalten. Es ist tatsächlich ja immer so, dass wir gute Zahlen sehen und alles. Und danach ist immer so Ruhe und dann geht es wieder ein bisschen runter. Und dann haben wir eine schlechte Marktstimmung und alles. Und dann ist die Aktie wieder zurück. Aber insgesamt gesehen muss man jetzt sagen, trotz dieses leichten Makels, dass wir keine Nachrichten bekommen, ist A, der Aufwärtstrend noch voll gerade intakt. Wir drehen da heute so gerade. Und B, haben uns auch fast verdoppelt, ne? Da unten sind wir ungefähr bei 7,40 Euro und jetzt sind wir ungefähr bei 14 Euro und ein paar zerquetschten. Es ist natürlich von April 2020, aber das ist alles gut. Und wenn man die Geduld hat, oder waren wir da tatsächlich bei 7? Ja. Ja, da 7,20 Euro, sogar 6,80 Euro im Tief und dann sind wir jetzt über 13. Also fast 100% seit dem Corona-Tief hat die Aktie gemacht, mit Höhen und Tiefen. Ne? Wir sehen es immer mal wieder. Das ist dann immer, wenn so Zahlen oder so kommen, geht es nach oben, dann ist es ruhig, dann geht dann ist es ruhig, dann geht es nach oben. Aber auf diesem Weg haben wir hier einen schönen Weg nach oben, bevor ich jetzt hier noch 100 Streifen reinmache. Aumann finde ich sehr interessant. Ist einer der kleinen Nebenwerte, wo ich sage, ja, könnte man tatsächlich jetzt sich noch angucken. Glaube auch, dass wir hier wieder rankommen werden, aber jetzt nicht so in 6 Monaten oder so. Aber 12, 18 Monate glaube ich schon, dass wir wieder im Bereich hier oben rankommen. Jetzt ist wieder ein bisschen Dampf drauf und die Zahlen, glaube ich, werden auch gut und von daher kann man das machen. Wenn vielleicht hier zwischendurch mal wieder was kommen würde, ne? Aber sind wir hier. Die 9 Monatszahlen, ja, ist zu wenig. Da muss ein bisschen mehr kommen. Zur Not schreibe ich. Musterdepot. Panik. Ist auch fast angesagt, aber leicht im Plus. Wir erholen uns wieder ein wenig, aber wir sind natürlich jetzt auch mit dem Ding tief im Minus. Und ja, mehr gibt es dazu fast nicht zu sagen. Hier hatte ich mir noch die China-Fonds angeguckt, um zu gucken, was da. Dann hatte ich mir noch Utz Brand heute angeguckt.
Hier sagt, glaube ich, ich glaube, es war Goldman oder JP Morgan, einer sagt, dass die Aktie jetzt reif ist, sich gegen die hohe Inflation zu stemmen und wieder nach oben und drehen kann. Bin ich aber noch nicht so von überzeugt. Die machen Chips und alles und salzigen Naschkram, aber ist Salz und Naschen? Knabberkram. Salzigen Knabberkram machen die. Aber ich bin noch nicht so zu der Überzeugung gekommen, dass man die haben möchte oder haben muss. So, jetzt bin ich aber zu der Überzeugung gekommen, wir haben 37, dass wir nochmal kurz in den Chat reingucken. E.ON hat mir zu viele Schulden, genauso wie die Telekom. Koko, dann ist gut. Richard Steiger, ich habe sie alle behalten. Wen hast du alle behalten? Daumen nicht vergessen. Aktienchirurg liken. Liken, liken, liken. Koko, sehr gut. Hast du noch nicht von gestern genug? Du hast ja gestern auch hier immer Daumen hoch gemacht. Du coole Socke. Jawohl, Richard. Einschalten, liken, gucken. Stunde Prozedere. Sehr gut, Lothar. Ja, du warst gestern auch sehr aktiv im Chat, ne? Habe ich so nebenbei immer mal mit allen Zeiten gelesen. In unruhigen Zeiten wie diesen Nebenwerte. Kommt immer drauf an, wenn sie gut positioniert sind. Ich habe ja schon öfter mal gesagt, dass ich finde, der SDAX ist für mich somit das Interessanteste. Und von daher, ja, kann man auch halten, sofern sie profitabel sind, gut positioniert sind und auch weiter wachsen. Also klar. Also wenn ich immer Blue Chips sage, klar ist das die erste Linie, aber man muss sagen, ein paar kleinere kann man auch halten. Aber ist natürlich auch teilweise mit ein bisschen Risiko verbunden. Die sind alle jetzt ein gutes Stück zurückgekommen, wenn man sich dann zum Beispiel mal einen Blick auf den SDAX wirft. Aber eine Vitesco finde ich, wenn man so klein bezeichnen kann, finde ich gut. Auto 1 würde ich niemals anfassen. Zirkonomy finde ich auch nicht so schlecht. Sto ist auch nicht verkehrt. Wer ist das hier? Die sind noch drin. Nordics. Würde ich ja jetzt auch nicht empfehlen. Aber es sind immer noch ein paar dabei, wo man tatsächlich sagen kann, das kann man. Encavis zum Beispiel. Klöckner und Co., glaube ich, wird auch wieder ein bisschen kommen. Wacker Neuson braucht noch ein bisschen Stabiles. Hat zuletzt auch gute Zahlen gehabt. Salzgitter, wenn wir da so durchgucken. Eckert und Ziegler ist die Durststrecke. Oh, zu Wahnsinn, ne? Wie es die zerbröselt hat. Die waren ja schon bei über 100. Oder? Täusche ich mich. Eckert und Ziegler finde ich eigentlich gut. Kann man so langsam drüber nachdenken. Aber hätte ich auch nicht gedacht, dass es das so untergeht. Schaeffler positioniert sich im Bereich Automobil, Technologie oder Elektromobilität immer ein bisschen besser. DWS finde ich, wenn da wieder Ruhe reinkommt nach dem Greenwashing, ein solider Dividendenwert, den man auch haben kann. SGL Carbon auch deutlichst zurückgekommen, finde ich, könnte auch wieder interessant werden. Meine Freunde von Verbio, da glaube ich, wird es wieder richtig interessant, wenn sie ihren Sitz ins Ausland verlagern und sagen, wir kehren Deutschland Rücken. Morphosis würde ich auch noch nicht Entwarnung geben. PVA Tepla finde ich gut. SMA Solar ist für mich. Da kommen jetzt auch wieder den TecDAX rein, ne? Für eben Nordex. Also das ist für mich eine der meist überschätzten Aktien überhaupt. Aber sich gegen den Markt zu stemmen, hat noch nie funktioniert. Deutz finde ich sehr gut. Was haben wir noch so? CQNet wird auch noch eine gute Rolle spielen. Heidelberger Druckmaschinen muss man aktuell ein bisschen vorsichtig sein, aber ich glaube, die kommen auch wieder in aller Ruhe. Warum ist denn das jetzt hier nicht umgesprungen? Also von daher sind schon ein paar interessante Werte dabei, die man auch halten kann. Ja, auf jeden Fall. Nebenwerte geht. Was ist deiner Meinung nach der unbeliebteste Trade momentan? Unbeliebteste Trade. Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, ich würde eher sagen, was der schwierigste Trade ist, ist Long oder Short am Tag zu gehen. Und man traut sich immer nicht nochmal weiter Short zu gehen, weil man denkt, man hat das untere Ende schon gesehen, aber der unbeliebteste Trade. Tja.
Ich glaube, da bin ich tatsächlich überfragt. Vorgestern. Habe ich gestern gesagt? Stimmt, gestern war Feiertag. Vorgestern. Ich wollte mir Medical Property Trust anschauen. Das stimmt. Das hab ich, aber da lag der Tag dazwischen. Ich war gestern echt kaputt. Asche auf mein Haupt, aber bis Montag. Medical Properties. Ich schreibe es nicht. Ich würde sogar sagen, eventuell bis Dienstag. Am Montag bin ich im Büro und ich könnte schwören, ich lasse den Zettel hier liegen. Aber ich lege ihn gleich in die Tasche. Hätte man früher schon hyperaktiv gekannt, hätte man mich in der Grund. Hallo Markus, jetzt noch in die Notenbank-Sitzung. Muss ich dich doch nochmal nach einer Einfrage zu Limited fragen? Block würde ich auf jeden Fall halten. Die werden meiner Meinung nach immer noch von Apple übernommen. Nee, aber Block, ja, kann man. Also ich würde sie noch halten, würde ihr noch Zeit geben, aber würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es vielleicht noch ein Stückchen tiefer geht. Carnival, ist der Carnival? Ist das zu heiß zum Einsteigen? Also aus dem Bauch raus kann ich jetzt aber zu Limited nichts sagen. Carnival, zu heiß zum Einsteigen. Die haben ja richtig. Nee, finde ich nicht so heiß. Wenn man langfristig dabei bleiben möchte, wenn du sagst, ich bleibe 2 oder 3 Jahre dabei, ja. Zwischendurch wird es immer mal wieder Phasen geben, wo dieser Spruch hier, die haben richtig einen auf dem, ne, bekommen, immer wieder trifft. Und wenn man das aushalten kann, glaube ich, hat man in 2, 3 Jahren doch ein wenig Freude damit. Markus hat Feiertag in Schnaps versenkt. Nee, der ist immer noch zu. Ich habe noch keinen. Ich habe am Wochenende sage ich schon, Wochenende fängt ja heute erst an. Ich habe noch keinen Schnaps gestern getrunken. Ich habe gestern Malibu Kirsch versenkt. War nicht so toll. Nee, hätte ich dir auch vorher sagen können, Luis. Verbio ist top. Ja, Verbio ist auch top. Aber wenn der Markt nicht will, Black Snake, dann kannst du auch nichts dagegen machen. Wenn jetzt das Gesetz kommt und dann kriegt. Werden wir nochmal einen verbraten, obwohl sie vielleicht davon gar nicht so betroffen sind und ja auch tausendmal betont haben, aus dem Getreide, aus dem wir unseren Biosprit machen, da möchte keiner noch nicht mal ein Brötchen haben, aber hat alles nichts genutzt. Also aktuell muss man mal halt warten. Wacker Chemie würde ich auch halten. Hier geht es hin und her. Die einen sagen nö, die anderen sagen ja. Die Zahlen waren gut. Jetzt hat man noch eine Prognoseerhöhung gesehen. Obwohl zuvor, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Analyst gesagt hat, von Buy auf neutral runter ist, weil er gesagt hat, man hat das Zenit erreicht. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach, und da muss man jetzt auch tatsächlich sagen, deswegen bin ich immer so ein Fan davon, dass man ein wenig ruhiger ist. Auch bei Wacker Chemie, klar kann es nach unten gehen, aber ich würde mich hier erstmal nicht von Unternehmensnachrichten, umgekehrt von Unternehmensnachrichten leiten lassen, als von Analystenkommentaren. Man kann die ganze Lage jetzt doch selber nicht einschätzen oder irgendwas. Ich kann jetzt immer noch sagen, die machen kein Ding, die werden kein Polysilizium mehr liefern, aber werden sie. Und auf der anderen Seite kann doch auch keiner vorhersagen, wann der Ukraine-Russland-Konflikt tatsächlich ausgeht. Gestanden ist, wann die Lieferkettenprobleme weg sind und alles. Deswegen glaube ich, dass man in 2, 3 Jahren darüber lacht, wenn man diesen Abwärtstrend jetzt mit nach unten mitgemacht hat, bei Unternehmen, die gut aufgestellt sind. Und deswegen muss man da auch immer mal mit Geld zocken, mit Geld spielen, was man nicht braucht, damit man das jetzt liegen lassen kann. Aber dieses Geld ist in 2 Jahren wieder mehr wert. Oder die Aktie ist dann wieder mehr wert und ich habe wieder mehr Geld. Von daher. Kann man eine Wacker Chemie halten? Die haben die Prognose erhöht und die Analysten sagen, es läuft nicht so gut und man soll die Ziele senken. Jetzt kann man überlegen, wer ist, steckt denn tiefer im Unternehmen drin? Die, die die Prognose erhöhen oder die, die sagen, da kommt, ist keine Luft mehr nach oben. Also von daher dabei bleiben. Für Hula und Luki könnte vielleicht bald die Zeit für Umstrukturierung und Übernahmen gekommen sein. Wenn man da mal beide Augen draufwerfen, werde da mal beide Augen draufwerfen, aber noch kein Geld. Ja, dann. Lass die Hühneraugen davon weg. General Electric. Fand ich auch super, aber kam auch nicht so auf die Beine. Langfristig gesehen dürften die auch wieder nach oben kommen. Also von daher dürfte man da auch ganz gut aufgestellt sein. Aber braucht auch seine Zeit. Brauchen gute Turbinen, werden davon auch Richtung Windkraft profitieren. Alles in Ordnung. Zinsen Short wird sehr unbeliebt sein.
Findest du? Fallen auch gerade wieder ein Stück. Aber wir gucken mal. BASF als Langfristinvest. Ja klar, als Langfristinvest schon immer. Jetzt haben wir schwierige Zeiten und heute gab es auch noch eine Abstufung in den USA. Dow Chemical ist abgestuft worden. Von wem weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und gerade mit dem Hinblick, dass auf die Chemiebranche schwerere Zeiten zu kommen. Ja, werden wir auch. Ja, man kann jetzt darüber diskutieren. Es könnte natürlich noch ein Stück nach oben gehen, nach unten gehen. Aber Sebastian, wenn du sagst, das ist ein Langfristinvestment und ich will die Aktie länger als 2, 3, 4, 5 Jahre halten, vielleicht auch nochmal von vorgestern, Coco, damit du mich nie wieder verbessern brauchst, von vorgestern Mittwoch auch mal reingucken, investieren wie Warren Buffett, da haben wir auch drüber gesprochen, dass eine Weisheit von Warren Buffett ist, wenn du nicht bereit bist, eine Aktie 10 Jahre zu halten, solltest du sie auch nicht 10 Minuten, solltest du sie noch nicht mal 10 Minuten halten. Also von daher, ja, auf lange Sicht glaube ich schon, aber ob es noch ein Stück nach unten geht und ob jetzt der tolle Zeitpunkt ist, um hier gerade jetzt reinzugehen, das kann ich leider nicht sagen. Wie schätzt du aktuell Cybersecurity-Aktien ein? Super 50K-Special übrigens. Danke, Markus Ledermüller. Wie ich Cybersecurity-Aktien einschätze? Ich schätze die als gut ein. Und ich schätze, die werden auch noch kommen. Und gerade auch durch den Ukraine-Russland-Konflikt und alles, glaube ich, dass Cybersecurity immer tatsächlich beliebter ist ein blödes Wort, ne? Aber immer mehr gebraucht wird, dass immer mehr sich davor schützen müssen und dass vielleicht irgendwann auch nur noch, dass es kein Krieg mehr wie in der Ukraine gibt, sondern dass sie alle nur noch übers Internet prügeln und das wäre ja auch ganz schön, indem man guckt. Von daher glaube ich, dass Cybersecurity-Aktien weiterhin gut sind, dass sie ganz gut laufen. Sie sind auch ein gutes Stück zurückgekommen. Ob sie noch ein gutes Stück zurückkommen, kann ich allerdings nicht sagen. Aber ich glaube, dass das Thema Cybersecurity in Zukunft, auch wenn wir gucken, Metaverse, wenn auf einmal alle nur noch im Internet rumrennen wollen, dann muss man ja tatsächlich sagen, oder im Metaverse, dann brauche ich ja auch privat tatsächlich eine riesen Security-Abteilung. Nachher klaut mir einer meinen Avatar und geht damit einkaufen oder sonst was. Also von daher, es wird immer gefragt bleiben. BASF sieht zurzeit wirklich sehr unbeliebt aus, aber ich denke, das ist doch ein Unternehmen, was schon ganz andere Zeiten erlebt hat. Ja, und auch ganz andere Zeiten noch wieder erleben wird. Richard Scheier, ich bereue nichts. Okay. Coco zu Verbio, selten was Besseres gelesen. Zu geil. Intel oder TSMC? TSMC. Aus dem Bauch raus. Intel würde ich noch auf Mobileye gucken, wenn die an die Börse kommen. Aber da tut sich gerade auch wieder nicht so viel, ne? Deutsche Rohstoff. Ja, aber würde ich jetzt nicht unbedingt aufspringen. Hallo Markus. Zweimal jetzt die Frage übersprungen. Was meinst du zu BioNTech? War oben. Was meinst du zu BioNTech? Das zweite Mal habe ich aber nicht gesehen. Aber es. Das zweite Mal überspringen ist aber dann schon ganz schön weit her, ne? Da. Wie sieht es mit BioNTech aus? Wie sieht es mit Markus? Wie siehst du BioNTech? Zweimal übersprungen. Jetzt die Frage. BioNTech finde ich gut, aber auch hier kann man nicht sagen, ob es noch ein Stück nach unten geht. Aber ich finde, wir haben jetzt alles so eingepreist und jetzt kann man davon ausgehen, dass Corona drin ist, dass Corona nicht mehr der ganz große Treiber nach oben ist, aber auf jeden Fall auch keinen so großen Rücksetzer mehr. Aber jetzt braucht es ein bisschen Fantasie außerhalb Corona. Und die hat man ja eine prall gefüllte Pipeline und von daher sollte man tatsächlich, finde ich, ist eine sehr gute also einsteigen. Ich habe schon vor der Woche gesagt, da kann man rein, aber das war dann eine Woche zu früh. Ihr habt es ohne Psychiater geschafft. Ihr könnt auch mit mir reden. 3 Jahre ist schon mittelfristig. Burp, danke. Ist nur die Wahrheit. Carl Zeiss, bin ich nicht so groß von überzeugt. Und, wenn Putin den Stecker zieht, ja, das stimmt, aber wird er. Glaube ich nicht. Was hältst du von, habe ich auch schon gesagt, jetzt kommt nichts mehr rein. Ne? Kann ich tatsächlich. Ich muss mal einen Podcast machen, aber dann kann ich so langsam mal über Wochenende nachdenken. Bank of America profitiert von steigenden Zinsen. Ja, ist von allen
US-Banken der größte Profiteur von steigenden Zinsen. Also von daher profitieren alle davon. Aber insgesamt ist die Bank of America der größte Profiteur, wenn die Financial habe ich auch übersprungen. Hat doch der Warren, reicht doch, oder? Haben wir auch schon vor anderthalb Wochen drüber gesprochen, und ich gesagt habe, Warren Buffett liegt 100% richtig mit Ally Financial. Und vor 1 oder 2 Wochen habe ich gesagt, finde ich interessant, würde ich doch auch auf jeden Fall was machen. Hoch, tief, ja, das der Name ist Programm im Kurs, ne? Aber insgesamt glaube ich, dass der erste Teil auf lange Sicht überleben wird. Opening Bell startet jetzt schon. Schluss jetzt, genau. Wieso macht er so früh heute? Macht er, aber ist okay. Kann ich nahtlos übergeben. Von einer Erhold sehe ich ein bisschen problematisch, aber insgesamt doch noch gut. Verbund ist auch eine gute Aktie, die man sich immer mal wieder angucken kann. Auch sehr gut positioniert. So. Jetzt kann ich zwar bald nicht mehr sagen, kriege ich morgen von Vanessa ein paar auf den Deckel, aber ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Heute sollen ja 36 Grad werden, ne? Also verbrennt euch nicht, cremt euch ordentlich ein, schlabbert ein Eis und trinkt nichts mit Kirsche, wie trinkt lieber dann die richtigen Sachen. Also, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns Montag wieder. Macht's gut. Bis dahin.